Dieser Sportwagen der Superlative bietet exklusive Zukunftstechnologie, limitiert auf 918 Exemplare. Das leidenschaftliche Design schlägt eine Brücke zwischen Rennstrecke und Straße. Flach und breit duckt sich der Spider auf den Asphalt. Der E-Hybrid bietet drei Motoren. Der 447 kW starke Verbrennungsmotor sitzt hinten auf der Achse. Die zwei E-Motoren liegen vorn und hinten. Der Zweisitzer, der auf einem Monocoque aus kohlefaserverstärktem Kunststoff aufbaut, entstammt den Genen des Carrera GT, dem Porsche Rennwagen 917 und dem RS Spider. Das Interieur ist eine Augenweide. Man streichelt eine weit aufragende Mittelkonsole, blickt in drei freistehende Rundinstrumente und greift in ein kleines Multifunktionslenkrad. Die engen Carbonschalen lassen Renngefühle aufkommen. Ein großer Touchscreen, den man bedienen kann wie ein Smartphone, macht viele Schalter überflüssig. Ein Dreh an diesem Schalter bringt den Verbrennungsmotor zum Brüllen. Außerdem lassen sich weitere Fahrmodi wählen. Im Elektromodus allerdings verstummt der V8. Doch nun wollen wir den Spider auf der Rennstrecke erleben. Auch Rennlegende Walter Röhrl hat den 918 Spider getestet. Als erstes Fahrzeug mit Straßenzulassung schmetterte der 918 Spider die Runde auf dem Nürburgring in unter 7 Minuten. Brutal sind auch seine Werte. In nur 2,6 Sekunden ist er auf 100 und in 20,9 auf 300 km/h. Den Verbrauch gibt Porsche mit 3,1 Litern auf 100 Kilometer an, doch kann man vom Zehnfachen ausgehen, wenn man die Spitzengeschwindigkeit von 345 km/h anpeilt. Die beiden E-Motoren leisten 210 kW und zusammen mit dem V8-Motor hat man 652 kW Leistung.